Willkommen zurück bei Divinity. Herzlich willkommen. Oh, die Leiche hast du schon gelootet, die im Baum hängt? Sicher. Ach. Als ob ich Leichen gefüllt lasse. Ich dachte, du wärst nicht übersehen. Ich übersehe vielleicht vieles, aber keine Leichen. Wo müssen wir überhaupt hin? Ja, weiß ich nicht, das Flüsterholz. Wissen wir, das ist. Und es war an. Laufen wir doch einfach mal hier hoch. Hier sind Fässer. Und da ist irgendwas Abbaubares. Oh. Wieso höre ich davon nichts? Ich höre kein Klong und nichts von meiner Spitzhacke. Tut in der Zeit mal die ganzen Fässer hier. Ja, es war schon klar, dass du es tust. Deswegen habe ich dich ja extra auf die Eisenerzmine aufmerksam gemacht. Ja, es war jetzt kein Geniestreich. Nein. Aber es hat funktioniert. Natürlich. Es ist Loot. Ich habe zu viel zu tragen. Verdammt. Hier, nimm das. Na toll. Bin also nochmal eben mit Inventarmanagen beschäftigt. Da wunderprächtig. Okay. Wolgraf. Gott, ich habe viel zu viel dabei. Das will ich behalten. Das will ich auch behalten. 12. Die oder die? Aber auch die linke. Geht die an Wolgraf. Der Inventarmanager, hier schreit jemand nach Hilfe. Ja, der wird noch ein bisschen länger schreien können. Oder einfach nicht. Weiß ich nicht. Frederik hat Schmerzen, sagt er. Ja, ich bin auch wieder nur 2. Muss Wolgraf das alles nächste aufnehmen. Wir müssen also wieder verkaufen gehen, stelle ich fest. Nö, ich habe noch Platz. Schick mir einen rüber. So, der hinten schreit nach Hilfe. Frederik. Ja, ja. Also ich kann noch 270 Kilo tragen. Mit meinem normalen Charakter. Ich habe noch eine Ader gefunden. Ist wichtiger. Ich trage zu viel. Überraschung. Ich leg einfach das Erz nachher weg. Ja, Frederik, du kannst noch ein bisschen länger in Pain sein. Ich brauch das selber. Tulu. Mal Ruhe dahin, du störst mal ab. Was? Was? Was, was? Ich hab dir gerade nochmal so geschrien. Wenn der Schaden. Weil er Schmerzen hat? Würde ich mal. Soll Jahan den mal heilen? Oh, das Eisenerz hat ja auch nur ungefähr 150 gewogen. Ja. Jetzt ist Wolgraf überladen. Ja, gib's mir doch, ich kann das tragen. Ich weiß gar nicht, was du meinst. So? Immer diese gierigen Menschen, die nicht bereit sind, wichtiges Material zu teilen und lieber langsam durch die Gegend stolpern. Ich weiß gar nicht, was du hast. Ich teile doch jetzt mit dir. Ich habe es gerade Hälfte geteilt. So. Warum ist der denn immer noch überladen? Ist doch unglaublich. So, jetzt kann ich wieder was machen. Mann, ist ja Stress. So, Frederik. Warum ist denn? Halt den mal einfach erstmal, oder? Ja, kann er mal machen. Ich vermute, er wird weiterhin in Pain sein. Ja, ich auch. Du bist doch gerade geheilt, du Depp. Warte mal. Oh. Aufgeholfen? Der ist fast komplett geheilt, Mann. Mal noch hin. Wir heilen ihn erstmal komplett hoch. Voll unlogisch, das Spiel. So. So. Jetzt schrei nochmal, dass du Schmerzen hast. Ich rede ihn mal an, ne? Ja. Oh, gesegnet seid ihr dafür, dass ihr Frederik zu Hilfe eilt. Er wurde verraten und angegriffen von seinem Impfsklaven, den Berg hinuntergeschubst, wie die alten Verwandten, die von der Klippe gestoßen werden, riesige Spinnen zum Fraß vorgeworfen.
Na, sehr nett. Wer genau seid ihr? Wer Frederick ist, ist unwichtig. Er ist nur ein kleines Rädchen im Apparat, der für das Gute kämpft. Aber da ihr gefragt habt, da ihr den Gedanken nicht ertragen könnt, diese Person nicht zu kennen, wird Frederick euch dies sagen. Er ist Anhänger der Göttin der Kirche der Makellosen, ein Anhänger von Freiheit, Schicksal, Gerechtigkeit, Schönheit, Scholastik, Mystik, Aphorismen, Nepotismen, was auch immer das ist, Neologismen, Deinstitutionalisierung und des Lebensrechts der Untoten. WTF. Was ist ein Neponist oder ein Nepotist? Keine Ahnung. Weiß es nicht. Schreibt es in die Kommentare. Was heißt denn Nepo? Keine Ahnung. Schreibt es in die Kommentare, wenn ihr es wisst. Ich weiß es nicht. Ja, nicht. Wikipedia-Auszüge sind auch erlaubt. Deinstitutionalisierung finde ich aber super. Ja, das ist super. Ja, das könnten wir in Deutschland ganz gut gebrauchen. Was ist mit Skepsis? Frederick ist diesbezüglich etwas misstrauisch, um ganz ehrlich zu sein. Oh, super Antwort. Wir hatten schon lange nicht mehr so coole Dialoge, ey. Ihr habt einen Imsklaven? Schaut nicht so überrascht. Bei uns Ims ist es Tradition, den überlegenen Rassen von Revelon zu dienen. Frederick wäre ein Narr, ihre Dienste wegen moralischer Bedenken abzulehnen, egal wie human oder vernünftig. Schließlich sind sie die geschicktesten Biester beim Aufspüren und von Blutsteinen. Was diesen Blutstein angeht, ein wertvolles Artefakt, wertvoll wie die Stille in seinem Haus, aus dem die Schwiegermutter gerade abgereist ist. Weißt du? Ich mag Frederick. Ja, also egal was er will, ich bin dafür, über heilen gehen. Der ist doch schon geheilt. Es kann selbst die tiefsten Wunden heilen und ist ein Kernelement des Glaubens der Makellosen. Frederick hatte gehofft, den Splitter zu finden und mit offenen Armen im Schoß der Makellosen willkommen geheißen zu werden, aber jetzt braucht er ihn, um das gebrochene Bein, das ihm dieser elende Imp zugefügt hat, zu heilen. Man erzählt sich, der Splitter gehörte dem Zauberer Maradino, dessen geheimes Versteck der scharfsinnige Reisende auf der Klippe hinter Fredericks Haus finden kann. Wir sind scharfsinnig. Frederick ist vielleicht ein wenig übereifrig, wie ein Großvater, der bereits nachmittags auf sein Abendbrot wartet. Aber wenn ihr den Stein finden könntet, zusammen mit diesem verbrecherischen Imp, der ihn hier zum Sterben zurückgelassen hat, dann würde Frederick euch in höchsten Ehren halten. Ja, dann bin ich mal weg. Ja. Scheinig, du bist geheilt. Ich habe mich gerade an seinem Blut gelabt. Ich bade in Frederick. Wir müssen also hier hoch, oder was? Ja, ich gehe davon aus. Aber ich würde eigentlich erst nochmal hier die Ebene da... Ja, gehen wir halt nochmal in die Ebene. Soll der Frederick doch ein bisschen weiter schreien. Ja, lass noch heulen. Ist hier überhaupt irgendwas? Weiß nicht. Achso, von unten links kommen wir. Oh, da ist eine Riesenspinne. Achtung. Was? Oh. Ja, Achtung. Eine Königin Stufe 14. Wacht. Also, ich bin dafür. Ja, speicher doch mal, ne? Sehr gut. Alles klar. Ich hab schon so viel heute gemacht. Und nicht eine Leiche unter dir. Ich bin für Regen und Eis. Ja, und Feuer. Nee. Ui, wieso läuft denn Wolle so weit vor? Weiß ich nicht. Wolle? Wir können ja auch gar nicht angreifen, merke ich gerade doch jetzt. Eine nasse war Königin. Schon. Was schleichst du denn so? Ich wollte nicht so viele Aktionspunkte ausgeben, weil wegen verlangsamt und so, ne? Da war ja was. Ja, das ist auch gerade das Problem von Madame hier. Wegsteppen kann. Erstmal weg aus dem Gift anscheinend hier. Ja. Die Eier. Die schlüpfen ja sofort. Noch zwei.
Roter Spinnling. Ich bin nicht amused. Voll. Das hat aber irgendwie nichts gezogen. Wie viel Leben hat die denn? Steht da nicht. 3787 Lebenspunkte hat die noch. Wahrscheinlich von 400, 4000 oder so. 3,9, ja. Vorhin ist er eingefroren, ne? Ja, ist schon ein Anfang. Das heißt, wir müssen uns auch um ihre kleinen Freunde kümmern und sie eingefroren lassen. Blockiert, ich kann mich nicht bewegen. Tütüm. Die sterben zumindest ganz fix. So, ja, ich würde jetzt ja gerne da mal schön eine Feuerwalze durchjagen, aber... Da war ja was. Ja, ist halt böses, fettes Spinnenviech. Ungültiges Ziel. Ach, das war Vampirbügel, verdammt. Ja, Madame, dann machst du halt nichts. Was soll's. Eile, beschleunigen. Oh, beschleunigen enttarnt ja. Verdammt. Und angreifen kann er auch nicht mehr. Na schön. Warum enttarnt beschleunigen? Ist doch doof. Statusveränderung. Das ist trotzdem doof. Ja, dann spinnen. Zwei. Ich wieder wach. Der ist schlecht. Ich habe ihn noch verstärkt, also muss er mal wieder was machen. Na. Dies hat nicht funktioniert. Immer suboptimal. Das muss aber besser gehen, mein Freund. Rumheulen? What? Was hast du denn da gemacht? Durch die Spinnen durchgerannt. War da beide kaputt gegangen und explodiert. War da ein Brandfass oder irgendwie sowas? Nö. Anscheinend rote Spinne nicht gut. Ja, Wolle ist tot. Ja, wollen wir den Kampf neu laden oder wollen wir erst mal gucken, was die Spinne so kann? Können wir mal kurz gucken, was die Spinne so macht. Die ist ja gleich dran. Hier eben hat die halt einfach nur... Also das sind wahrscheinlich diese roten Spinnlinge. Ja, die werden explodieren wohl, ne? Ach, wenn die eh schon Feuer ist, dann kann ich auch mein Feuer weitermachen. Ja, die ist nass. Gleich nicht mehr. Gar nicht mehr eigentlich, ne? Jetzt ist auch wie Hummer. Gelegenheitsangriff! Oh, die hat aber ganz schön Damage gekriegt. Ich glaube, gegen Feuer sind die, glaube ich, ganz schön auf. Oh, das ist schlecht. Ich bin auf jeden Fall weiter für Wasser und Eis. Feigling. Ich weiß gar nicht. Du hast gerade auch gesehen, dass Jane gestorben ist. Was? Ne? Nein. Ja, das sind übrigens die kleinen Spinnen. Ja, das hatten wir ja schon. Du bist auch fast tot, mein Freund. Ja, ich hab doch die Spinnen gehauen. Warum machst du denn sowas? Dann setzt die Hand auf. Ja. Ja. Läuft. Läuft. Gönn dir, machst du tot. Ja, pass mal auf, mein Freund. Komm schon. Zeig Spini jetzt mal, wie das geht. Zack. Selbst <machen dann. lacht> Ich glaube, den Nahkampf lässt ein bisschen zu wünschen übrig. Aber ich kann nichts machen, ey. Das ist total schlecht. Ja, geh weg. Nein! Wie unfair! Toll. Ja, gönn dir, hau den roten Spinnling! Und es gibt halt die kleinen Spinnen auch noch. Ich glaube, du bist auch tot. Ich weiß gar nicht, was du hast. Läuft doch super. Okay. Ja, ne?
Ja. Wir hatten auch schon lange keinen Ladescreen. Ja, stimmt, hast recht. Was ist gemein, oh, wenn das die... Das hat der Typ mit seinem gebrochenen Bein aber nicht erwähnt, ne? Nee. Redet die ganze Zeit von sowas unwichtigem wie Imps, aber es ist, Blutstein. Es ist voll gemein, dass die Spinnen Feuer und Gift können. Das ist nicht gut. So, dann... Ja, also die Nahkämpfer müssen ein bisschen ein wenig vorsichtig sein. Ein wenig. Ja. Ach, der falsche Reihe. Du heilst erst noch. Mhm. Ey! Faules Skelett. Blitze, blitze, nass. Los, nicht zu viel bewegen. Ja. Soll ich wieder Jahan boosten oder dein Krieger? Ja, ich denke, Jahan ist sinnig, oder? Ja, diesmal nicht voll vorne rein springen. Wo wir irgendwie diese blöden Dings, die platt machen müssen, ne? Die Spinnen, ja. Das sind mehr als letztes Mal. Oh ja. Schummelt. Cheetah-Spinne. Vielleicht, weil wir mit dem Skelett in den Kampf reingegangen sind? Keine Ahnung. Könnte vielleicht sein. Oh. Anzahl der kleinen Biester anhand der Gegner. Ist nicht eingefroren worden. Ist nur ein Zauber? Ja, dann viel Spaß. Ich hab mich fast bis gar nicht getroffen. So. Das waren beide rote Spinnlinge, die da geschlüpft werden. Ich könnte so eine Feuerwand vor der großen Spinne langziehen. Kannst mit der Feuerwand die Eier kaputt machen? Meine ich ja. Oh, ja, ich krieg nur beide. Aber dann haben wir da eine Rauchwand, ne? Ja, stimmt. Dass Jayen da nachher nicht durch kann. Außerdem ist es eh schlecht, weil meine Feuerdings direkt Jayen angreifen würde, merke ich gerade. Ach, weil du die von dir aus. Genau. Bist, ne? Du bist aber. Ah, du bist zu weit weg. Ich wollte dir gerade ein Feuerschild geben. Na, dann krieg ich das jetzt Wolle. Der muss ja auch noch nach vorne. Oh! Ich glaube, den großen Spinnerich kannst du nicht verzaubern. Ich fürchte auch, ne? Ja. Nehmen wir halt so eine kleine. Tada! Besser eine als keine, ne? Yes! Na, komm nur her! Die naja, muss ich mir herumlaufen. Oh, nicht dieser Skill, ey. Oh, das ist kacke. Oh. Aber ging gut aus. Aber der holt allgemein Schaden ab, ne? Es hätte besser, hätte schlimmer sein können, wollte ich sagen. Ja. Ja, wo ist denn der Skill? Wo hatte ich den doch? Weil der sieht irgendwie aus wie ein brennender Hulk. Ja, mein Einfrieren nicht dabei, wo ist denn der? Weiß ich nicht. Warte mal, hab ich den Skill nicht auch? Oder nee, es lag glaube ich an dem Stab, oder? An dem Ring lag das. Ich hab den nicht mehr. Kann also nur hoffen, dass ich sie mit dieser Mauer wieder einfriere. Ja. Schade, ein bisschen mehr Aktionspunkte, die hier endlich enden. Wenn sie genug Punkte hat, könnte sie Jahan beschleunigen.
Na, na? Kann die eine Spinne hauen. Dann tu das doch. Roter. Bevor die da in das Gift reinläuft, ne? Oh, da war was. Ja, aber ging noch gut aus. So, ja. Ich würde sagen, wir machen da erstmal eine kleine Pause. Oh, ja. Das ist ja Cliffhanger. Hm. Na dann. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.